Oh Gott. Aline Bachmann weigert sich, ihre Gerichtsschulden zu zahlen. Oh Gott, das Video schaffe ich noch und dann muss ich in die Pommes. Na, es liegt im Rahmen des Möglichen, dass sich der ein oder andere bei einem Aline-Video in der Abo-Box denkt. Sie irre? Hör jetzt auf damit! Aber halt, lass mich reden. Ich verstehe, wenn der eine oder andere übersättigt ist. Kein Thema. Ihr müsst es ja auch nicht. Ich bin nicht übersättigt. Ich bin nicht übersättigt. Gib mir den Content, Nero. Gib ihn mir. Gucken. Nun ist es aber so, dass ich ständig danach gefragt werde, wann das nächste Video zu ihr kommt und die generelle Nachfrage halt enorm hoch ist. Und wenn halt Dinge passieren wie jetzt, nämlich, dass unsere Lieblingsinfluencerin nicht nur mich, sondern auch das Gericht versucht zu bambuseln. Und dabei stellt sie sich dann auch noch so dämlich an, ne? Da kann ich nicht anders. Wir sind hier ja auch langsam im finalen Arc, also macht euch keinen Kopf. Das Finale ist übrigens für Mitte März angesetzt. Es liegt mehr oder weniger nicht mehr in meiner Hand, weil ein gewisser Gast, den ihr alle kennt und liebt, nicht aus dem Pötten kommt. Fühl dich angesprochen, Herr B.Illi. Zunächst möchte ich die Frage beantworten, die häufiger gestellt wurde, ob meine Vorgehensweise ihr gegenüber nicht etwas zu hart ist. Ne, bei Internetstreitigkeiten einen finanziellen Schaden anzurichten, ich verstehe schon, wo der Gedanke herkommt. Gib mir 4 Punkte. Von, keine Ahnung, so viele Finger habe ich nicht. Erstens, sie hat es bei mir genauso gemacht. Stichwort 9 Anzeigen und dutzende Anwaltsdrohungen. Warum sollte ich nicht, im Gegensatz zu mir, bei tatsächlichen Rechtsverstößen auf demselben Feld spielen? Punkt 2, sie hat nicht nur versucht, mir finanziell zu schaden, sie hat versucht, mich in den Ruin zu treiben. Mit ihrem gescheiterten Versuch, meinen Kanal dem Erdboden gleichzumachen. Ich habe jede einzelne Meldung gesehen. Allerdings bin ich nicht der auf den Kopf gefallene Depo, der auf geltendes Recht sprüht. Ich weiß schon ungefähr, was ich hier mache. Deswegen hat es ja auch nicht geklappt. Ihr wisst ja, dass ich, gelinde gesagt, so ein paar Problemchen manchmal psychischer Natur habe. Kommt schon das eine oder andere Mal vor und YouTube erleichtert mir das alles halt ungemein. Da verstehe ich nicht so viel Spaß mit. Drittens, ihre Taten. Also komm schon, wem ich das hier noch erörtern muss, dem muss ich wahrscheinlich auch beibringen, dass man durch Bohren im Riechkolben weder zum gelernten Archäologen wird, noch die aktuelle Heizölproblematik damit gelöst werden kann. Viertens. Ich mahne ja niemanden ab, weil er sich in Kritik an mir mal ein wenig vertan hat. Wenn eine Person versucht, meinen Ruf öffentlich zu schaden, mit Sachen, die geeignet sind, mein Ansehen zu beschädigen, hört es halt auf. Und das, was sie behauptet hat, fällt für mich ganz klar darunter. Umso schlimmer das, was behauptet wurde, war, desto härter gehe ich natürlich auch dagegen an. Exponentiell. Jetzt wird's aber auch mal Zeit für das Filet des Videos. Ich habe seit jüngst den monetären Vollstreckungsbefehl gegen Aline in den Händen. Sprich, vereinfacht ausgedrückt, Zwangsvollstreckungszeit, liebe Aline. Die Prozesskosten verpuffen nicht, wenn man Peekaboo spielt. Da gibt es jetzt nur so ein kleines Problemchen. So eine Zwangsvollstreckung muss ja in der Regel vorbereitet werden. Es funktioniert ja nicht so, dass ich persönlich bei ihr auflaufe und freundlichst an der Tür klopfe und sie mir dann mit einem breiten Lächeln im Gesicht mein Geld in die Hand drückt und wir dann noch so ein wenig Smalltalk führen. Einer der Schritte, die wir eingeleitet haben, wäre die sogenannte Schuldnerverzeichnisabfrage. Man braucht halt auch monetäre Auskunft. Und dabei ist was Interessantes herausgekommen. Oh Gott. Die gute Dame hat nämlich vor geraumer Zeit, gen Ende 2022, dort eine Eintragung nach Paragraph 882c Absatz 1 Nummer... Halt die Fresse! Okay, ich höre schon auf. Naja, was, was heißt das denn jetzt? Die Vollstreckungsschuldnerin, sprich Aline Bockig-Bachmann, hat in einem vorherigen Prozess die Pflicht der Vermögensauskunft ignoriert. Ungefähr wie Rainer seine Hate. Nee, das ergibt keinen Sinn. Egal. Kurz gesagt, sie hat keine Auskunft über ihr Vermögen gegeben und deshalb hat sie gemäß Paragraph 284 Absatz 9 Nummer... Ich hab keinen Bock mehr! Sorry. Deshalb hat sie von den zuständigen Vollstreckungsbehörden einen Eintrag in jenem Verzeichnis kassiert. Falls ihr jetzt denkt, okay, die Frau verdient wahrscheinlich kein Geld und kann es sich nicht leisten, in Grund und Boden geklagt zu werden, das ist nicht der Fall. So viel hat Aline zwischen dem 15.01. und 22.01. verdient. In einer Woche auf nur einer Plattform. 3.745 Euro. Nur an Donations. Und die Frau hat regelmäßig Placements. Man darf nicht vergessen, wie viel man bekommt bei einer Reichweite von mehreren 100.000. Ihre Insta-Reichweite ist gut 10-mal so groß wie meine. Da bekommt folgender Clip, wenn es darum geht, dem Gericht eine Vermögensauskunft zu geben, nochmal so einen ganz, ganz anderen Geschmack. Läuft bei dir, natürlich läuft bei mir. Man muss nur wissen, wie man sein Geld irgendwo versteckt. Oh Gott, Alter. Bruder, oh Gott, diese, oh, das ist nicht schlau einfach. Das ist so eine Ron-Bilecki-Schleue, weißt du? Es ist so eine Ron-Bilecki-Schleue. Das ist einfach wirklich, nicht gut. Wir reden hier wahrscheinlich von 5-stelligen Summen im Monat, die
versteckt werden, wie sie das angibt. Es gibt ja wirklich Leute, die so dämlich sind, vor Gericht zu lügen über ihr Vermögen und dabei halt erwischt werden. Aline gibt die Verhältnisse nicht mal an und lügt dann auch noch öffentlich und erklärt, dass sie rumgefuscht hat. Das ist auf so vielen Ebenen paradox und selbstzerstörerisch. Ich weiß nicht, ob da die Bockigkeit kickt und sie es bewusst macht, weil sie nicht anerkennen möchte, verloren zu haben. Oder was weiß ich, vielleicht erkennt sie auch das Gericht nicht an. Das Bielitzki-Hase ist so dämlich. Und dabei hat sie ja noch verlautbart, dagegen anzugehen und mich und das Gericht zu zerstören. Was ist im Endeffekt passiert? Richtig, meine Prognose von damals war goldrichtig. Und sie hat sich nur selber zerstört. Mal wieder. Sie hat das ja nicht nur bei jemand anderem gemacht, sondern de facto bei mir. Also man muss, was diese Videos angeht, in beide Richtungen mal Folgendes erwähnen. Sowohl in Richtung Nero als auch in Richtung Praline Zerstörmann. Nämlich Folgendes. In aller Öffentlichkeit über Inhalte von Rechtsstreit zu sprechen, ist unabhängig vom Inhalt immer, immer ein Fehler. Wenn du das tust, ist das ein Fehler. Es ist ein Fehler. Es ist egal, was der Inhalt ist, es ist immer ein Fehler. Wie kann man denn aktiv versuchen, ein Gericht zu verarbeiten? Und dann gibt es noch den Prozess mit Heidi, dem Pferdestall, Yvonne, die ebenfalls auf ihr Geld wartet und. Heißt für mich halt, ich bleib erstmal auf den Kosten sitzen. Sie denkt wahrscheinlich, durch den Umzug irgendwie anonym unterwegs zu sein und dass sie sie nicht auffindbar machen kann. Aline, NB. Oh oh, wurde da gerade gedogwhistled. Wenn du so weitermachst, liebe Aline, bist du nicht anonym, sondern anonym. Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können. Du solltest deine Schulden bei mir langsam wirklich mal bezahlen, anstatt dein Geld dämlich aus dem Fenster zu schmeißen. So zum Beispiel. Wir haben sehr, sehr lange nach einem guten Möbelhändler gesucht und haben viele Läden in Berlin, aber auch in Essen oder auch in Köln angeguckt. Ich hasse, also ich kann Aline Bachmann nicht leiden, das ist kein Geheimnis, aber ich hasse die Instagram-Filter. Ich hasse sie. Ich hasse alles an diesen Filtern. Denn diese porentiefe Reinheit, das sieht aus, als würde ich mit einer... Das ist einfach... Das ist so weird. Die Möbel, die sie da gekauft hat, sind durchaus nicht von schlechten Eltern. Alhamdulillah. Ich verstehe diese Frau nicht. Vor ein paar Monaten hat sie noch panisch gefühlt all ihre Sachen versucht auf eBay Kleinanzeigen zu verscheuern. Liege ich jetzt mal noch nicht, was da alles passiert ist. Mehr dazu im Finale. Aber dann kaufst du dir auf einmal so eine Couch. Ich habe ein wenig recherchiert. Diese Couch hat anscheinend 1850 Euro gekostet. Und da ist ja auch noch ein Sessel. Der Sessel. Wie kann das sein? 1850 Euro für eine Couch ist aber relativ... Also ist dann... Das ist, wenn man Sitzmöbel kennt, jetzt nicht die oberste Preisklasse. Muss man mal dazu sagen. Aber es sieht teuer aus. Ich gehe also davon aus, dass eine Menge Polyester eingenäht wurde. Und das war ja auch noch nicht alles. Bei diesem Laden kostet ein simpler Tisch 800 Euro. Auch Tische, gerade mit Echtholz, sind in diesem Preis relativ normal. Also das Ding ist, ich glaube, jetzt kommt hier Neros, ich habe einen Ikea-Tisch für 60 Euro, was soll das? So ein bisschen Ghetto-Gelaber. Also richtige Tische mit einer nicht presssparen Sache und so kosten richtig Geld. Ne? Richtig Geld. Und sie hat eine ganze Edelküche gekauft. Ich will nicht wissen, wie viel die gekostet hat. Ja, das sieht nicht aus wie ein Induktionsherd, so viel wird es nicht sein. Kann auch sein, dass sie nicht versucht, ihr Vermögen zu tilgen, um das Gericht und mich zu verarschen, sondern gegen geltendes Recht bezüglich der richtigen Werbekennzeichen. Ich finde krass, dass sie das Handy. Ich finde krass, dass sie denkt, ich bin in einem Haftbefehl-Video oder einem Halt-die-F***-Video von Agro Berlin und sie die ganze Zeit den macht. Krass. Guck mal. Die Küche. Krank. Halb 16 Bars. Verstoßen hat. Was von beiden es ist, weiß ich nicht. Egal was, ist trotzdem nicht so smart. Es hilft auch nicht, solche Sachen hier zu posten. Wichtig ist immer noch eins. Oh Gott, die Frau ist einfach nicht schlau. Familie. Und Gesundheit. Gesundheit. Das schwör ich euch. Familie und Gesundheit ist wichtig und gut. Na, das Wichtigste. Aber guck mal, ich hab Geld. Bin ich nicht cool? Alter, lösch dich. Geld hat bei mir überhaupt gar keinen Stellenwert. Digga, bald Feature mit Koya Goldstein, Alter. Ich gehe über die Grenze und die Bachmann nimmt mir das Package ab. Du spittest gegen uns, es geht jetzt für dich schnell ins Grab. Schnell ins Grab?
Ja, dann bezahl... Oh, Gottes Willen. Halt doch deine Schulden, anstatt auf Krampf alles zu verschleiern. Wenn dir Geld doch so egal ist, wieso gibst du damit an, Kohle zu verstecken? Wieso flexst du am Anfang des Videos damit? Wieso flexst du am Ende des Videos damit? Warum bettelst du dann so absurd in TikTok-Matches? Erklär mir das, du Heuchlerin. Geld, was rum. Ey, nobody shame intended, ne? Aber Bruder, der verrückte Professor will seine Frisur zurück. Bleib mal ruhig, bleib mal ruhig. Man sollte in Zukunft, das sind glaube ich 3008. Tut mir leid, ich will, nee, Bodyshaming ist doof, Chat. Bodyshaming ist doof, ist wirklich doof. Nee, 3900 Euro. Und man sollte Geld, 3500, ja 3000. Das ist wirklich doof, nee, muss ich mich selbst kritisieren. 900 Euro. Man sollte Geld. Meine Fresse, jetzt komm aber mal zu Potte, verdammt doch mal. Das kann sich doch kein Schwein anhören. Man sollte Geld. Geld. Nicht mehr so auf der Bank rumliegen lassen. Weil das mehr Wert hat, wenn du es bei dir hast, oder was? Mehr. Bei Mutti unterm Sofa. Glaubt mir. Aline. Aline Bachmann denkt auch, dass das Geld zu dem Zeitpunkt, an dem sie es abgehoben hat, genau den Wert hat, unabhängig von der zukünftigen Inflation. Naja. Es war jetzt nicht so schlau zuzugeben, dass du dein Bargeld bunkerst. Erneut. Weißt du eigentlich, was du für... Die ist sich den Konsequenzen wirklich nicht bewusst. Nicht ich füge dir den größtmöglichen Schaden zu. Das machst du selbst. Und zwar zuverlässig wie ein Uhrwerk. Gott sei Dank. Stimmt, erinnert mich an die Strategie des Wade Campbell. Habe ich das alles abgespeichert. Apropos Konsequenzen. Aline hat allen Ernstes letztens versucht, eine False-Flag-Aktion gegen mich zu starten. Sie hat sich dabei aber so dämlich angestellt, das geht auf keine Kuhhaut. Eine False-Flag-Aktion funktioniert nicht, wenn du sie vorher als solche ankündigst. Sinngemäß natürlich. Aline hat garantiert nicht das Wort False-Flag genannt. Das würde man von ihr höchstens mal in so einem Kontext zu hören bekommen. Brasilien! Naja, gucken wir. Alter! Gucken wir mal in ihren False-Flag-Versuch rein. Prämisse war folgende: Leute, bitte! Nero. Böses wurde getan, der Name, der nicht genannt werden darf, wurde genannt. Doch was dann passiert? Eieiei. Viria, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Ich mach kurz eine Videoaufnahme und kannst du bitte sagen, was? Dass wir jetzt gerade live sind und alle bei dir im Stream diesen Typen reinschreiben? Aline, die Leute können sehen, dass das nicht stimmt. Das weißt du, oder? Weil wenn jemand vereinzelt meinen Namen nennt, wofür? Warum lügst du? Aline, die Leute können sehen, dass das nicht stimmt. Weil mal jemand vereinzelt meinen Namen in den Chat geschrieben hat. Alter. TikTok ist so weird, Alter. TikTok einfach wirklich. TikTok einfach der feuchte Traum von Arno Dübel. Ne? Wenn Arno Dübel nicht in einem Heim in Berlin wohnen würde, würde er sagen, warte mal, du willst mir sagen, ich brauche nie auf die Arbeit gehen und kann hier einfach die Handy anmachen. Dann lacht er. Warum? Wofür? Warum lügst du? Wofür willst du das? Was soll dir das bringen? Ich brauch das für einen Anwalt, bitte. Echt? Weil die glauben mir das nicht, dass der mich penetriert. Also wir haben hier aber auch wirklich die intellektuelle Spitze. Also wir haben hier wirklich... Pff. Zeigst du denn an? Ich darf darüber nicht reden. Das habe ich übrigens nicht zurechtgeschnitten. Ich distanziere mich von jedweden Penetrierungsanschuldigungen. Es könnte mir nicht ferner liegen. Es könnte mir wirklich nicht ferner liegen, sowas zu tun. Aber, also, für den Anwalt. Jetzt mal abgesehen davon, dass du angekündigt hast, es aufzunehmen und sie davor zum Lügen aufgefordert hast, selbst wenn es nicht gelogen wäre und ihr Chat wirklich vollgespammt worden wäre, was soll dir das bringen? Ich weiß, dass ich der bin, der nicht genannt werden darf. Ich bin Lord Voldenero, oder? Nero de Mord? Nee, Voldenero ist schon besser. Voldenero, ja. In deinen Augen ist es eine schlimme Straftat, meinen Namen in den Mund zu nehmen. Geschweige denn, ihn in deiner Gegenwart zu erwähnen.
Das sollte nach gutem Recht deiner Ansicht nach hart verurteilt werden. Quasi als Aline-Verhetzung. Wir wissen, bei ihr gibt es ein Inferno. Es brennen endgültig alle Synapsen durch, wenn sie den bösen Namen mit 4 Buchstaben hört. 2x4 Buchstaben. Ich schwör's dir, ne? Ich bin jetzt ehrlich zu dir. Vor 1000 Leuten, wenn du noch einmal den Namen von diesem Bastard aussprichst, ich schwör's dir, das ist ein Bastard, hat meine Mutter einen Leichenwagen bestellt. Dann gehe ich über Leichen. Wir ändern uns alle. Mal abgesehen von dieser ganzen Prämisse jetzt hier. Die Jakobiner sind aber auch nicht mehr das, was sie mal waren. Kann das? Was? Oh, was ist dieses Video? Zeigst du denn an? Bruder, die langen Pausen. Ich darf darüber nicht reden. Gütiger Gott. Diese Frau hat ein juristisches Verständnis wie eine leere Milchpackung im Kühlschrank. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Ach so. Aber tust mir bitte den Gefallen, dass du sagst, dass wir gerade live sind und alle bei dir in den Kommentaren das reinspammen. Wie viele Zuschauer du hast und dass sie das alle reinspammen. Die will das auch noch wirklich machen. Ey, bitte mach das nicht, wenn du das vorlegen willst in dem Gerichtssaal, wenn wir uns in der Hauptverhandlung sehen. Ey, ich flieg doch aus dem Gericht vor Lachen, weil ich mich nicht mehr einkriege. Und Alter, ey, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass die einen Gerichtstermin haben, Chat, ich weiß nicht wirklich, ob ich nicht... Eigentlich musst du da hin. Und die Zuschauer auch. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Okay, kann ich mal? Warte. Okay, sag jetzt. Warte. Soll ich sagen? Was soll ich? Also sag mal die ersten Sätze. Oh mein. Oh Gottes Willen, Dinger, was passiert hier? Jetzt hättest du mich aber fast dazu gebracht zu fragen, ob die Gesamt-IQ-Punkte, die an dem Tisch sitzen, schon dreistellig geworden sind. Egal. Entschuldigt einen gewissen Zynismus, aber das ist doch so hart lächerlich. Wie kann man sich beim falschen Flaggen denn so dämlich anstellen? Ihre Streampartnerin fragt ja später noch mehrfach nach, was sie jetzt genau sagen soll und... Was soll ich sagen? Was? Fragt, was überhaupt los ist. Alter, alleine daran erkennt man doch schon, dass das alles frei erfunden ist. Okay. Also, Herr Anwalt... Sag mal, hörst du das auch? Scheiße! Ich bin gerade live auf TikTok. Ich habe gerade über 66 Zuschauer, 66, jetzt sind 676, und die schreiben die ganze Zeit diese Leute mit Fake-Profilen, was weiß ich, just... Macht, dass es aufhört. Vor allem, wie bestätigend und zufrieden Aline da noch nickt. Oh, nee. Nero, just Nero? Das nervt jetzt mal und es ist echt gerade belästigend für mich. Und die und du blockierst die, ne? Du blockierst die kommt trotzdem wieder, ja, und spam weiter. An so einem Account die ganze Zeit hier rein. Ne, du blockierst die. Ne, das machst du die ganze Zeit. Ich fass das nicht, Alter. Also wirklich, Digga, wieder so ein Fall von evolutionärem Vorteil des atmenden Reflexes einfach. Seit du blockierst die, oder? Die kommen wieder. Das habe ich mir gerade nicht ausgedacht und unfassbar schlecht geschauspielert. Ne? Darum ging es vorher zwar nie. Sag mal, bin ich eigentlich bescheuert, sowas Offensichtliches noch entkräften zu wollen? Ey, Feierabend heute, das wird mir wirklich zu blöd hier. Alter Schwede. Also wirklich, ich... Ei. Da haben wir uns aber wirklich in die tiefsten Abgründe begeben, ey.